herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ich bin Baraya von Baraya Loves Paper und heute zeige ich euch dieses Flip-Through. Heute ist gut, ich habe gerade das letzte Crafting-Video gedreht und möchte euch jetzt das Buch vorstellen, Fragen des Lebens, Geburtstagsgeschenk von meiner Oma, das ich morgen verschenken werde, deswegen muss ich heute Nacht fertig werden. Ich bin furchtbar schmutzig, voller Kleber. Das hat funktioniert, es ist total schön geworden, mir gefällt es richtig gut. Ja, ich freue mich über jeden, der hier zugucken mag, über jeden Abonnenten, über jeden Kommentar, über jedes Like. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Jetzt geht's los, ab ins Flip-Through. Also einmal, ich habe eine Geburtstagskarte gemacht, die hier auch schon ganz famos drunter klemmt. Was soll denn das so? Ja, diese Karte, die habt ihr schon gesehen in einem Crafting-Video. Die lege ich jetzt erstmal zur Seite. Weil darum geht es jetzt eigentlich gar nicht so richtig. Dieses Journal lässt sich mit einer Schleife schließen. Hat hier so einen kleinen Nöpsi. Ganz viele der Sachen habe ich bei Funkelkram gekauft. Nicht alle, ich habe auch ganz, ganz viele in meinem Repertoire. So, und in diesem Buch sind Fragen des Lebens. Es sind 160 Fragen drin in den verschiedensten Couleurs. Ich werde dieses Flip so relativ zügig machen. Ich will nicht ins Bett. Das ist auch kein Wunder bei dieser Uhrzeit und bei der Uhrzeit, zu der ich morgen aufstehen muss. So, also hier im Cover, ihr seht, ich habe Taschen in das Coverpapier eingearbeitet und ich habe noch einen kleinen Tag untergebracht. Hier haben wir eine schöne Aufklappkarte. Und überall sind so kleine Fragen mit kleinen Antwortmöglichkeiten oder großen Antwortmöglichkeiten. Wir haben total viel Platz zu schreiben da drin. Ich habe ein Edith Holden Buch mitverarbeitet, also nicht ein ganzes, aber ein Teil. Ich habe hier kleine Taschen mit reingepackt. Die Umschläge habe ich auch natürlich selbst gemacht. Dazu habe ich Schablonen mir erarbeitet, in verschiedensten Größen. Das ist total praktisch. Ja, man muss natürlich auch so ein bisschen Kuchen, Tortenspitze haben. Hier und da bockt das vielleicht noch ein wenig, weil es ist einfach frisch geklebt. Ich habe heute den ganzen Tag dran gearbeitet. Luise Heinzel Papier, Fall in Love, super schön. Ich habe es mir in der Online-Druckerei drucken lassen, auf einem 130 Gramm Papier. Das ist richtig wertig und richtig toll. Und hier mit Kartenspiel habe ich auch noch mit verwurstet. Und an der Stelle habe ich wieder von Stamperia, was heißt wieder? Also ich habe hier von Stamperia das Gartenpapier in der 30x30 Version genommen und hier viele kleine Sachen reingearbeitet. Also wenn ihr das hier seht, das ist Stamperia Papier. Genauso hier überall was zum Klappen, überall was zum Schreiben. Und das Schöne ist, auf den Papieren kann man ja mit einem Fineliner schreiben oder auch einem Kuli. Es geht auch teilweise nach oben, aber ich muss mal gucken, ob ihr das sehen könnt. Ja, ich glaube schon. So. Ja, wieder ein bisschen Edith Holden. Das darf natürlich nicht ein bisschen Verbandmull fehlen. Und auch ein bisschen Stoff muss immer irgendwie dabei sein. Hier habe ich so einen kleine Ausklappkarte gemacht. Also drei Teile, die dann drei Fragen in drei Fragen münden. Und wichtig war mir hier das Ganze auch noch so ein bisschen fest zu pinnen, damit das einfach hier beieinander bleibt und nicht knuddelt, wenn man das Buch blättert. So, bei den Sachen, die nach unten aufklappen, habe ich einen kleinen Klepp dahinter gesetzt, damit, ihr habt jetzt wahrscheinlich das Papier hier unten nicht gesehen, das ist nicht so spektakulär. Wichtig ist, angeklettet, hier wieder ein bisschen Luise Heinzel Papier, einen kleinen süßen Engel mit in die Mitte. Hier habe ich frisch geprägtes. Frisch geprägt ist total klasse. Ich habe nämlich eine Prägemaschine von Oma bekommen. Die Oma, die Geburtstag hat. Ne? Und da muss natürlich gleich direkt diese frisch geprägten Sachen müssen da drin sein. Ganz unbedingt. So, hier und da habe ich einfach so kleine Tüdelchen an die Seiten gemacht. Ich finde, das lockert einfach alles auf. Ein paar Monatssprüche, weil Edith Holden hat ja nicht nur schön gezeichnet, sie hat ja auch einfach schöne Texte geschrieben. Und hier und da finden sich die Texte, Gedichte, Sprüche, die sie gesammelt hat, auch mit in diesem Journal. So, das gibt ganz viel zu lesen, es gibt ganz viel zu gucken, es gibt ganz viel zu überlegen.
Ja, weil man stellt sich ja die Fragen nicht einfach aus Jux und Dollerei, man möchte einfach auch ein bisschen drüber nachgrübeln. Ja, und hier eine Tasche gebaut. Ich finde diese Laternen so süß. Genau, und ich denke mal, hier sind ganz, ganz viele Fragen dabei, die sich jeder mal stellen sollte. Oder stellen darf, wer weiß. Ja, ein paar Mai-Gedichte, Edith Holden wieder. Auch hier, Täschchen. Und zack, hier haben wir ein Zauberpapierchen. Und das habe ich hier mit Klamottenfarbe, hier mit Textilfarbe besprüht. Verschiedene Farben und die hatte ich irgendwie über und habe einfach so ein bisschen Papier genommen und das besprüht und es ist super schön geworden. Dezember darf natürlich auch nicht fehlen, wenn man schon das Edith Holden Kram benutzt. So, hier wieder eine Karte. Ja, hier Präge- und Stanzmaschine, ne? Direkt angewendet. Und das ist jetzt ein Express Flips Through. Ich möchte aber auch nicht riskieren, dass mein Speicher wieder voll ist und ich den ganzen Spaß nochmal machen darf. Dafür ist es einfach jetzt wirklich zu spät. Das muss ich einfach mal so sagen. Ich nehme mal wieder ein bisschen hier, ne? Verbandsgedönsrad. Bisschen ja, durchsichtiges Papier. Vor den Namen vergessen. Und ich finde, das sieht total cool aus mit dieser Tasche auf dem Papier. Total gut gefallen. Hier haben wir wieder so eine Karte, die nach unten klappt. Na komm schon hier. Kleberpuppel, da darf natürlich nicht sein. So, das ist wieder eine, die nach unten klappt. Das heißt, die hat einen kleinen Clip bekommen. Das kann man alles hier so schön weiterblättern. Auf diesem großen Briefumschlag hatte ich tatsächlich auch noch Platz, eine Frage unterzubringen. Der ist ja nun ganz stattlich, ne? So, in der Mitte von der zweiten Signatur haben wir ein kleines Schlüsselein und wieder was zum Ausklappen. Insgesamt sind hier drin 44, nein, gar nicht, 22 Blätter, 88 Seiten und natürlich ganz viel, ihr seht es ja, zum Ausklappen, aufmachen, aufdrehen. Damit ich einfach diese 160 Seiten hier unterbringen konnte, ne? 160 Seiten war schon. Gott, das ist zu spät. 160 Fragen müssen ja auch irgendwo wohnen. Und da ich jetzt kein Duden irgendwie ausschlachten wollte, sondern ein ganz normales Altered Book, hatte ich natürlich die Not, dass ich das irgendwie unterbringen muss. So, und da habe ich mir doch so ein paar Sachen ausgedacht, wie zum Beispiel diese Slider Card. Und da kann man nicht oben und unten und auch daneben schreiben. Wenn man sich schon so einen Kram ausdenkt, wie 160 Fragen müssen in ein Buch, dann sollte man schon irgendwie ein bisschen erfinderisch sein, was die Unterbringung angeht, oder ein richtig fettes Buch nehmen. Das ist natürlich auch möglich. So, hier habe ich eine Doppelklapp-Gedöns mit Stamperia, Edith Holden, ja, und eine hübsche Singdrossel. So, hinten auf der letzten Signatur, da habe ich hier so ein kleine, meine kleine Lieblingsklammer und eine Drehfaltkarte. Die ist mit so einem kleinen Brett hier in der Mitte fest und hat zwei Fragen intus. Und die, da die so ein bisschen aufsteht, habe ich mir gedacht, dass ich die super gut mit meiner kleinen umgearbeiteten Büroklammer fixieren kann. So, und auch auf der hinteren Seite findet ihr Check. Große Karte und jeweils natürlich hier immer eine Frage drauf, mindestens eine auf jedem Teilchen. Ja, das ist ja ein Mottobuch, wenn man das genau nimmt. Hier kann man was rausziehen. So, dieses Buch ist jetzt fertig. Ich habe echt Ginkgo-Blätter genommen. Die habe ich in einem Buch gefunden, was ich gebraucht gekauft habe. Sie sind mir quasi zugelaufen und wollten einen ganz, ganz wichtigen Platz bekommen. Den haben sie jetzt. Das hier ist gecrashtes oder geknülltes Seidenpapier mit Junk Journal Kleber drauf geklebt und das erste Mal fixiert.
und dann mit dem Mod Podge Hardcode drüber. Man kann es noch eindrücken, aber es ist einfach unempfindlich. Hochecken, Gilding Wax, und ich habe den Titel, die Stimme des Lebens, erhalten, weil es passt einfach wie A auf E, finde ich. Ja, also das fühlt sich einfach so geil an, dieses Buch. Ich würde es am liebsten behalten und die ganze Zeit anfummeln. Ja, also, Stimme des Lebens. Richtig tolle Haptik. Ich finde auch der Verschluss hier, dieser kleine süße Öse, die passt einfach super gut. Weil, also, ich wollte jetzt hier keinen Haken und kein Lederband oder irgendwas ranmachen. Ich wollte einfach was zum Zubinden. Und wenn man keinen Bock hat, das zuzubinden, lässt man es halt einfach offen. Ja. Ich bin mega happy mit diesem Buch. Es hat so viel Spaß gemacht, das zu craften. Vor allen Dingen auch, weil ich diese Fragen so toll finde. Das muss ich hier mal ein bisschen... Ich will es ja morgen verschenken, ne? Deswegen möchte ich das jetzt natürlich super ordentlich hier zuschnüren. Normalerweise, wenn ich jetzt nicht filmen würde, würde ich es mir einfach zwischen die Knie klemmen und eine Schleife daraus machen. Aber da ihr sehen sollt, was ich hier mache, geht das gerade nicht mehr zwischen die Knie. So, ja gut, man könnte das natürlich noch ein bisschen fester machen. Kann man alles. Aber so wird dieses Buch dann morgen verschenkt werden. Und hoffentlich hat Oma da ganz, ganz viel Spaß mit, einfach sich diese Fragen zu stellen, mal zu grübeln, mal zu schmunzeln, dieses Buch anzufassen. Und das kann man wirklich anfassen, anpacken und mal ein bisschen drücken. Das ist mega stabil und trotzdem nicht knallhart. Das ist einfach schön. Ich freue mich, dass ich dieses Buch basteln durfte. Ja, das war das Flip-Through zu Fragen des Lebens, dem Junk Journal. Wer sich fragt, wie groß das ist mindestens DIN A5, vielleicht ein bisschen größer. Bücher haben ja immer ein bisschen anderes Format. Wie gesagt, 88 Seiten, 22 Blätter, ganz viel Gedöns zum Aus- und Klappen und Aufmachen. Und ich habe auf den Dingeldangel verzichtet, weil das ist einfach für Oma zu fummelig. Das muss auch nicht sein an diesem Buch. Am nächsten kommt bestimmt wieder ein Dingeldangel dran. Ja, also ich freue mich jetzt über dieses Buch. Ich freue mich über meine Nachtruhe. Ich freue mich über jeden, der die Serie geschaut hat oder auch nur dieses Flip-Through. In der Serie habe ich wirklich einige Videos beisammen, wie ich das hier bastel und auch was mir teilweise auf dem Weg passiert und wo auch mal was echt schief läuft. Ich habe es gerettet, im Großen und Ganzen. Ja, dann... Habt eine gute Nacht oder einen guten Morgen, je nachdem, wie es gerade bei euch ist. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß bei euren Bastelprojekten. Freue mich auf das nächste Mal, wenn ich euch hier wieder ein Video präsentieren darf. Ich habe schon wieder ein paar Projekte im Hinterkopf. Lasst euch überraschen. Bis demnächst in diesem Kino.